Ich habe aber auf der konzeptuellen Ebene sehr viel gesehen in Bezug auf Vergänglichkeit und Stetigkeit. Und als ich gefragt wurde, hat KI gesagt, Halloween sei morgen. Ich denke, es passt. Das Thema passt. Vergänglichkeit und der Sinn des Lebens ist das Thema. Vergänglichkeit und Stetigkeit und Wandel sind grosse Themen in der Dharma-Praxis. Gerade auch im Zusammenhang mit Gelassenheit. Und dazu kurz ein Vers von der legendäre indische Yogini Mandarava. Hört, ihr treuen Schülerinnen, niemand bleibt unverändert. Ob schon ein Regenbogen klar und unbewegt am Firmament erscheint, verschwindet er doch ganz plötzlich. Ob schon die Sommerblüten in leuchtenden Farben blühen, verwelken sie schnell, wenn die Jahreszeit wechselt. Nichts wird verschont von der Vergänglichkeit. Ich mache es übrigens auf Deutsch, weil wenn ich ins Internet denke, verstehe ich ganz viel und nicht so gut Berndeutsch. In der Dharma-Praxis der befreienden Erkenntnis geht es grundsätzlich darum, die innere und die äußere Wirklichkeit so zu sehen, wie sie tatsächlich sind. Ganz einfach deshalb, weil wir uns viel Leiden schaffen, wenn wir in unrealistischer Art und Weise handeln und leben. Also nicht der Wirklichkeit entsprechend. Ein Bereich, in dem uns genau dies ständig passiert, ist eben die Realität des ständigen Wandels. Des ständigen Wandels aller Dinge, der Unstetigkeit, der Vergänglichkeit. Darum ist es so bedeutungsvoll, fortwährend möchte ich betonen, möglichst fortwährend mit Wandel und Vergänglichkeit auseinanderzusetzen. Deshalb betonte der Buddha auch, von allen Fußspuren ist die des Elefanten die größte. Von allen Achtsamkeitsmeditationen ist die über Vergänglichkeit und Tod die mächtigste. Also, das hat er wohl so gemeint. Und das Folgende wäre zum Mitmeditieren, bitte, wenn ihr könnt, mögt, gleich reflektieren. Ihr braucht mich dazu nicht anzuschauen. Ist wahr? Wenn ihr es könnt, versucht euch vorzustellen. Wir können damit beginnen, uns die vergängliche Natur des Universums zu vergegenwärtigen. Unser Universum aus Milliarden von Galaxien entsteht und vergeht immer und immer wieder über endlose Äonen. Es bildet eine gigantische Bühne für das Spiel der Vergänglichkeit. In den Raum geschleudert werden riesige Feuerbälle, Sonnen mit ihren gewaltigen, um sie herum kreisenden Massen aus Materie, den Planeten, Monden und Meteoren. Das Universum dehnt sich in wahnsinniger Geschwindigkeit aus, nur im Moment wieder zu kollabieren. Die Größenordnung ist etwas schwierig sich vorzustellen. Dann können wir über den Wechsel der Jahreszeiten reflektieren. Bäume, Pflanzen, Blumen sprießen, wachsen, treiben Sprossen und Knospen und blühen mit der Ankunft des Frühlings. Darauf folgt die Wärme, Üppigkeit und Fruchtbarkeit des Sommers mit seinen Farben und all den Vögeln, die aus dem Süden zurückgekehrt sind.
dem Reifen und der Ernte des Getreides und der Früchte. Und bald kommt so dann der kühle Wind des Herbstes mit dem Verwelken, Verdorren, Zerfallen und Absterben der Pflanzen und Blätter. Und schließlich der Frost, die Kälte, das Eis und der Schnee des Winters, das Leben, das sich zurückzieht, vergeht, endet. Und wiederum fällt der Frühling, dann der Sommer, dann der Herbst. Als würden nicht nur die Tage und Wochen, sondern selbst die Jahreszeiten so rapide wechseln und vergehen, wie Stroboskoplichter an einer Rave-Party. Manchmal fühlt es sich so an, als wäre alle Viertelstunde wieder Frühstück. Ich muss dazu noch sagen, für manche von euch, je älter, je schneller. Manche verstehen das vielleicht noch nicht. Es wird wahnsinnig schnell. Und es ist so, es ist nicht nur eine Erfahrung, eine Geschichte. Als ein Reisender einen bekannten Swami in Benares besuchte, war er höchst überrascht zu sehen, dass der Swami zu Hause nur ein einfacher Raum mit einem Tisch, einer Bank und ein paar Büchern war. Lieber Swami, wo ist denn deine Wohnungseinrichtung? Erkundigte sich der Besucher. Wo ist denn die deinige? Fragte der Swami zurück. Warum fragst du nach meinem Hausrat? Ich bin doch hier nur auf der Durchreise. Ich auch, erwiderte der Swami. Gilt natürlich nur für Swami, nicht für uns. Ich finde es erstaunlich, extrem und bedenklich, wie weit man in unserer Kultur schon geht, um das Natürlichste und Unvermeidlichste im Leben auszublenden, eben Vergänglichkeit und Tod. Ich habe gehört, dass es den Angestellten der städtischen Verkehrsbetriebe Zürich verboten wurde, die letzte Station einer Tram- oder Buslinie als Endstation anzubieten. Weil das sei quasi pietätlos. Gleichzeitig werden in einer durchschnittlichen Fernsehwoche rund 500 Morde gezeigt. Ich habe sie nicht gezählt, ich habe es gelesen. Und etwa 5000 Menschen kommen um. Was dann wieder okay. Eigenartig. Als nächstes können wir deshalb unser eigenes Leben betrachten. Wieder in der Meditationsmodus. Was geschieht, sobald wir geboren sind? Wir wachsen auf, tun dies und jenes, arbeiten, heiraten, haben Kinder oder auch nicht, werden älter und wohin gehen wir? Wir bewegen uns ständig dem Tod entgegen, wie auf einer Einbahnstraße, auf der man nicht wenden und zurückfahren kann. Ryokan, der japanische Zen-Poet, beschreibt diese Gegebenheit in einem Gedicht. Monate ziehen vorbei, Tage häufen sich an wie ein betäubender Traum. Ein alter Mann seufzt. Joseph Goldstein bemerkte dazu, während man älter wird, fühlt sich das Leben mehr und mehr an wie ein verlängertes Wochenende. Um die Richtung, in der unser Leben läuft, klar aufzuzeigen, hat Buddha als Anstöße zur Kontemplation Gleichnisse gegeben. Also die Idee ist, dass man die immer wieder durchdenkt, jeden Tag. Und ich werde sie zitieren und schaue vielleicht auch gleichzeitig, ob sich Widerstände zeigen, die Realität überhaupt unbeschönigt anzusehen. Der Buddha. Ein Pfeil, den ein geschickter Schütze abschießt, wartet nicht, sondern erreicht sein Ziel blitzschnell, sobald die Sehne schnellt. So ist es auch mit dem Leben der Menschen. Da gibt es keinen Moment des Zögern oder Wartens und keine Rückkehr.
Wieder Zitat. Das Leben gleicht der Strömung eines großen Flusses, der sich nie zurückwendet, sondern stetig dahin fließt. Mit jedem Atemzug, mit jedem Schritt nähern wir uns dem Tod. Tibets großer Yogi Milarepa vergleicht das Näherkommen des Todes mit dem Schatten beim Sonnenuntergang. Als Kinder vergnügten wir uns in den Bergen auch mit diesem Spiel. Wir stellten uns unten am Hang auf und warteten, bis die Sonne anfing, hinter dem Horizont zu verschwinden. Wenn der Schatten von unten heranrückte, begannen wir den Hang hinaufzurennen. Und für eine Weile war es jeweils möglich, schnell genug zu rennen, um den Schatten zu entkommen. Und schließlich holte er uns jedes Mal ein. Immer. Jedes Mal. Genauso ist es mit dem Tod. Der beliebte Zen-Meister Suzuki Roshi soll diese Tatsache lakonisch illustriert haben. Zitat: Das Leben ist, wie wenn wir ein Schiff betreten, das in See sticht und sinkt. Und um die Worte von Jim Morrison von den Doors zu gebrauchen: Leben, da kommt hier keiner raus. Hier hoffentlich schon. Aber aus der ganzen Show kommen wir nicht lebend raus. Eine grundsätzliche Aussage zu dieser Tatsache lautet: Alles, was zusammenkommt, wird wieder getrennt. Alles, was aufgebaut wurde, wird wieder zerfallen oder zerfällt oder wird zerstört. Alles, was angehäuft wurde, zerfließt wieder. Alles, was geboren wird, stirbt wieder. Auf allen Ebenen, über Jahrhunderte und auch sekündlich, von Moment zu Moment. Diesen Moment-zu-Moment-Aspekt sehen wir am besten in der Meditation. Wenn wir wirklich hinschauen und hinfühlen, erkennen wir, dass sich alles von Moment zu Moment wandelt. Körperempfindungen, Atemzüge, Geräusche, Gefühle, Emotionen, Stimmungen, Gedanken, Vorstellungen, innere Bilder, angenehme Erfahrungen, unangenehme Erfahrungen, schmerzhafte Erfahrungen, neutrale Erfahrungen. Es ist eigentlich wirklich offensichtlich. Dass wir das nicht sehen, oft oder direkt unmittelbar, liegt daran, dass wir uns von den Inhalten ablenken lassen. Von der Bedeutung der Momenterfahrungen uns vereinnahmen lassen. Tatsächlich besteht ein Atemzug aus Dutzenden von Empfindungsmomenten. Gedanken und Bilder und was immer im Geist läuft, kommen und gehen, schneller als Wetterleuchten am Himmel. Der Prozess des Sehens ist ein rapides, sich ständig verändertes Abtasten und Abtupfen der Formen und Farben. Achtet euch mal, braucht nicht jetzt zu sein, wenn ihr schon nur das Muster vor euch am Boden oder an der Bluse oder am Pullover der Person vor euch betrachtet. Das Auge bleibt nicht im gleichen Punkt. Wenn ich dein Gesicht anschaue, so macht es pick, 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 pick. Es ist wie wenn ihr schon mal einer Fliege zugeschaut habt. Da hat so einen kleinen Rüssel. Das Auge macht dasselbe. Das heißt, wir denken zwar, wir sehen ein fertiges Bild, aber tatsächlich sehen wir unzählige Moment-zu-Moment-zu-Moment-Bilder, die das Gehirn glücklicherweise zu einem sinnvollen Ganzen zusammenfügen kann. Und gleichzeitig verdeckt es die Vergänglichkeit. Geräusche, Lärm, Ton, Klang,
besteht aus unbrochen sich verändernden Klangelementen oder Schwingungen. Alles läuft so schnell nacheinander ab, dass wir den Eindruck haben, vieles davon findet gleichzeitig statt. Es wird Moment zu Moment hin und her, wenn ihr näher und näher schaut. Es kann nie gleichzeitig stattfinden, aber in wahnsinnig schnellem Hin- und Herwechsel. Es sollen 200 Inputs pro Sekunde sein, wurden in einer Studie festgestellt. Neu heißt es 4,6 GB pro Stunde Input. Das ist viel. Erstaunlich, dass wir die Moment-zu-Moment-Vergänglichkeit nicht wirklich sehen und wahrnehmen oder wahrnehmen können. Hier die Preisfrage. All diese Vergänglichkeit, all diese Unstetigkeit, all dieser Zerfall, all dieses Sterben. Wieso sollen wir uns das anschauen? Ich meine, ehrlich. Viel besser wäre doch ganz instinktiv, das Auge aufs Positive zu richten. Aufs Zusammenkommen, aufs Aufbauen, aufs Ansammeln und Anhäufen, auf Geburt, Happy Birthday. Oder einfach auf die Tatsache, dass man ja auch froh sein kann, dass unangenehme, schmerzhafte Erfahrungen auch wieder vergehen. Manche spätestens beim Tod, aber irgendwann einmal vergehen sie wieder. Warum nicht die unangenehme Hälfte von Trennung, Zerfall und Tod einfach übersehen, ignorieren oder verdrängen, wie das ein Großteil der Menschheit macht? Schließlich, wenn wir uns mit der Vergänglichkeit allzu sehr auseinandersetzen, werden wir vielleicht entmutigt oder enttäuscht oder frustriert oder gar depressiv. Das Leben erscheint dann sinnlos, obschon wir eigentlich nur sein wahres Wesen wahrnehmen und sehen. Das ist die Vergänglichkeit und dazu kommt auch noch die Unsicherheit. Je abhängiger von all den unsteten Bedingungen des Lebens, desto unsicherer im Kleinen und im Großen. Wir hoffen uns eine ruhige Meditation und werden von Schläfrigkeit oder Ruhelosigkeit oder Hitzeanfällen geplagt. Flüchtlinge haben es quer durch Afrika bis an die Küste des Mittelmeers geschafft, besteigen ein Flüchtlingsboot und ertrinken. Und diejenigen, die sie retten wollen, werden bestraft. Wir halten uns körperlich fit, essen gesund und sterben viel zu früh. Ein Herzinfarkt oder Krebs oder was immer. Es ist unsicher. Man weiß wirklich nie, ob schon wir das auch irgendwie übertünken können. Nasruddin kommt aus dem Haus und betritt den Platz. Und der Polizist ist dort und fragt ihn: Nasruddin, wohin gehst du? Nasruddin sagt: Ich habe keine Ahnung, wirklich. Das macht den Polizist wütend. Das heißt, ich weiß nicht, du weißt doch genau, wo du hin willst. Nasruddin insistiert, dass es nicht weiß, wo er hingehen wird. Der Polizist ist so verärgert, dass er Nasruddin ins Gefängnis wirft. Gerade bevor die Tür zuknallt, sagt Nasruddin: Siehst du, man weiß nie. Das ist eine lustige Geschichte, aber man weiß einfach nicht. Vor einigen Wochen, an dem Tag, an dem ich erstmals wieder ins Fitness wollte, landete ich auf der Notfallstation der Insel, Sturz aufs Gesicht und Rippen. Das war überhaupt nicht vorgesehen. Geplant. Wir wissen nie, was heute wirklich geschehen wird und wir wissen nicht, was uns heute geschehen wird. Vergänglichkeit und Unsicherheit. Und so macht das alles gar keinen Sinn. So scheint das Leben sinnlos. Und ich denke, das Leben ist im Grunde genommen sinnlos. Per se. Sinnlos.
läuft und läuft und läuft und läuft seit Äonen, seit Milliarden von Jahren läuft und läuft und läuft. Bis die Erde, das ist nur so ein kleines Blip. Eine mir persönlich sehr nahestehende Person vor Jahren war recht interessiert an dem, was ich praktizierte und was ich lehrte. Vergänglichkeit war dabei ein wichtiges Thema. Sie verstand, es leuchtete ihr ein und es deckte sich mit ihrer Sichtweise des Lebens. Ihre Tendenz zur Depression nahm zu, die Dinge schienen ihr sinnloser. Es war eine sehr leidvolle Spirale. Es ist mir damals wirklich klar geworden, da stimmt etwas nicht und die Frage, was ist es? Und was klar wurde. Wir müssen die Vergänglichkeit zutiefst erkennen, aber wir müssen auch die richtigen Konsequenzen aus dieser Erkenntnis ziehen. Unsere Tendenz ist, nicht hinschauen und dann auch keine Konsequenzen ziehen. Aber wirklich sehen, wie es ist und dann entsprechend denken und handeln. Das heißt, wir müssen die Unstetigkeit, die Vergänglichkeit sehen, spüren, erkennen und das Dasein dann auch so wirklich akzeptieren, wie es ist. Vergänglichkeit im Erwünschten, wie im Unerwünschten, im Erhofften, wie im Befürchteten. Das heißt, wenn angenehm vergeht oder Erhofftes, Angenehmes nicht eintritt, das voll und ganz zu akzeptieren, nicht denken, ja, das ist jetzt ein Fehler, das kommt dann schon anders. Wirklich zu akzeptieren und das Anhaften daran oder das Verlangen danach aufzugeben. Und zwar sobald wir es merken, sofort. Das ist unsere Praxis, gerade auch im Alltag. Und immer dann, wenn wir das tun, entsteht wieder innere Freiheit. Immer dann sind wir wieder in Tune mit der Wirklichkeit, mit diesem, unserem Leben. Das Leben macht tatsächlich keinen Sinn, außer wir geben ihm den Sinn. Außer wir leben in einer Weise, die das Gefühl von Sinn schafft, die sinnvoll ist. Ich denke, das wissen wir eigentlich, ist jedenfalls sehr wichtig zu verstehen. Viktor Frankl, österreichischer Neurologe und Psychiater, einer der bekanntesten KZ-Überlebenden. Er hat 4 Konzentrationslager überlebt. Das heißt, er weiß, wovon er spricht, wenn er vom Sinn des Lebens spricht. Bei all der Vergänglichkeit, dem Horror und Tod, sagt er, das Leben wird nie durch die Umstände unerträglich gemacht, sondern nur durch den Mangel an Sinn und Zielsetzung. Also dort ist der interessante Punkt, den wir immer wieder auch beobachten können. Das bedeutet, dass wir diese, unsere Realität, immer wieder aus dieser Perspektive betrachten müssen. Das heißt, es muss eigentlich ein innerlicher Perspektivenwechsel stattfinden, wenn ich würde behaupten, der muss immer wieder stattfinden, weil die Gewohnheit so stark ist und immer wieder die alte Sichtweise fällt. Und hier nochmals Frankl, der das klar macht. Wenn wir nicht mehr in der Lage sind, eine Situation zu ändern, sind wir herausgefordert, uns zu ändern. Und die Vergänglichkeit können wir nicht ändern. Das heißt, wir müssen lernen, sie zu sehen und anzunehmen und sie zu leben. Je tiefer wir den Wandel und die Unstetigkeit der Vergänglichkeit und die Nicht-Festhaltbarkeit aller Dinge, aller Menschen, aller Erfahrungen erkennen und spüren, gerade in der Moment-zu-Moment-Erfahrung der Meditation, desto weniger reaktiv werden wir, desto annehmender und gelassener können wir sein, desto mehr echte innere Freiheit und Unbeschwertheit entsteht. Das ist eigentlich der Pfad, das ist eigentlich der Prozess und er ist immer wieder derselbe auf jeder Ebene.
Und das klappt nur, wenn wir tatsächlich den Schritt immer wieder machen, von Vergänglichkeit sehen und fühlen zu annehmen und loslassen. Ein zentrales Thema der Dharma-Praxis. Wie durch klares, tiefes Erkennen des ständigen Wandels unsere Tendenz zum Ergreifen, zum Anhaften und Verlangen, zum Loswerden wollen und Hassen abnimmt und oft gar verschwindet und inner Geräumigkeit Platz macht. Bankei, der große japanische Poet, schrieb: Da dieser treibenden Welt letztlich keine Wirklichkeit zukommt, lass los, lass los. Und Lama Kendun Rinpoche soll gesagt haben: Sich öffnen und loslassen ist nicht schwierig. Eigentlich ist es sehr viel schwieriger oder anstrengender, immer festzuhalten. Loslassen ist sogar die einfachste Sache der Welt. Es gibt dabei überhaupt nichts zu tun. Eigentlich loslassen besteht aus nicht ergreifen, dann müssten wir auch nichts loslassen. Ich denke, darum sind die Lehrreden des Buddha voll von Werbung für die Achtsamkeit der Vergänglichkeit. Er sagt: Es ist besser, dass rapide entstehen und vergehen während eines Tages zu sehen, als 100 Jahre zu leben, ohne es zu sehen. Ganz unmissverständlich markant bringt es Joyce Wellwood auf den Punkt in ihrem Gedicht, die Dakini spricht. Dakini sind weibliche Weisheitswesen oder große Yoginis. Lasst uns erwachsen werden, meine Freunde. Lasst uns aufhören, so zu tun, als wüssten wir nicht, was hier los ist. Oder falls wir es tatsächlich noch nicht bemerkt haben, lasst uns aufwachen und es bemerken. Schaut, alles, was verloren werden kann, wird verloren gehen. Es ist so offensichtlich. Wie konnten wir es nur so lange übersehen? Lasst uns von ganzem Herzen über unsere Verluste trauern, wie reife Menschen. Lasst uns aber bitte nicht vor ihnen erschrecken. Lasst das nicht tun, als wären wir verraten worden, als ob das Leben sein geheimes Versprechen gebrochen hätte. Vergänglichkeit ist des Lebens einziges Versprechen und es hält es mit rücksichtsloser Zuverlässigkeit. Einem Kind gegenüber scheint es grausam zu sein. Es ist aber einfach wild. Und sein Mitgefühl ist von exquisiter Präzision, brillant, durchdringend, leuchtend, wahrhaftig, reißt es das Unwirkliche weg, um uns das Wirkliche zu zeigen. Dies ist der echte Trip. Lasst uns voll darauf einsteigen. Lasst uns aufhören, Deals zu machen für eine sichere Überfahrt. Die gibt es eh nicht und sie wäre viel zu teuer. Der wahre Mensch gibt alles her für das, was nicht verloren gehen werden kann. Lasst uns tanzen, den wilden Tanz ohne Hoffnung. Es gibt also nur einen Weg, der Sinn macht, sich öffnen. Angesichts der Radikalität des Lebens, des Wandels. Eintunen mit der Vergänglichkeit und der Unsicherheit leben. Es heißt, die Vergänglichkeit ist ein Prinzip der Harmonie. Wenn wir uns nicht gegen sie auflehnen, sind wir in Übereinstimmung mit der Wirklichkeit. Klingt gut, finde ich. Interessanterweise schickt das Leben uns immer wieder Tests, bei denen unsere Übereinstimmung mit der Wirklichkeit geprüft wird. Oft kleine, relativ leichte, manchmal große, schwierige Tests. Ob wir mehr innerlich leiden oder ob wir mehr Gelassenheit, Unbeschwertheit und Verbundenheit aufbringen können,
Das sind die Testresultate von unserer Praxis. Und das Leben testet uns ständig. Und ich meine, es ist wirklich interessant zu sehen, es gibt etwas, an dem wir unsere Praxis messen können. An den Resultaten, ganz eindeutig. Es ist manchmal auch ein bisschen erschreckend, wenn man das Gefühl hat, es rentiert sich weniger, als man gerne hätte. Wenn unser sich einstimmen auf die wirkliche Wirklichkeit erfolgreich sein soll, müssen wir uns immer wieder von Neuem daran erinnern, uns darauf wirklich ausrichten. Ausrichten. Was im Buddhismus traditionellerweise Zuflucht genannt wird, ist eigentlich genau diese Ausrichtung auf die Wirklichkeit. Buddha bedeutet Ausrichtung auf das Erwachen aus dem Gefangensein in unseren Geschichten und Dramen, in unseren Selbstbildern, Erwachen aus der getäuschten Wahrnehmung, dieses vergängliche Leben als stetig, als irgendwie bleibend oder solid betrachtet, sich dadurch viel Leidenschaft. Dharma, Ausrichtung auf die befreiende Praxis. Ausrichtung auf unser Handeln, auf heilsame Absichten. Buddhistisch gesprochen, sich ausrichten auf heilsames Karma. Und Sangha auch Ausrichtung auf Umgang, Freundschaft und Verhältnis mit Menschen, die weise sind. Von guter Gesinnung, möglichst von altruistischer Gesinnung sind. Sangha. So können wir dem Leben Sinn und Bedeutung geben, durch innere Ausrichtung. Wir sind so leicht zu beeinflussen und brauchen deshalb alle Hilfe, die es gibt, gerade in Bezug auf Sangha. Die Welt, die Werbung, die Geschäftswelt und oft auch die Freunde machen uns auf Schritt und Tritt glaubhaft, wo echtes Glück zu finden sei. Werbung ist natürlich super gut, indem mehr Genuss, selbst wenn es der Genuss ist von schmackhaften Bioessen, dann ist das noch erfüllender. In schöner Natur, natürlich in stiller Umgebung und angenehmer Meditation. Mehr Genuss, mehr Besitz, schöner Wohnen, mehr Komfort, endlose Liste von Möglichkeiten, von Verlangenswerten, das uns nicht wirklich erfüllen kann. Ich habe eine interessante Studie, die ich gelesen habe. Forscher haben herausgefunden, dass zwei Menschen, die etwa gleich zufrieden oder unzufrieden sind in ihrem Leben, und sie haben solche Menschen gesucht, gewaltige Aufschwünge oder Abschwünge erfahren, wenn der eine das wirklich Große losgewinnt und der andere querschnittgelähmt wird. Höhenflüge, Horror, Dramen. Nach etwa ein Jahr sind beide wieder etwa gleich zufrieden oder unzufrieden wie vorher. Es braucht nur ein Jahr. Es ist selbst das große Los, 17.000 Euro-Millionen reichen nicht. Es braucht also eine bedeutende innere Wandlung, um wirklich etwas zu verändern. Deshalb ist es so bedeutsam, sich täglich und mehr als einmal innerlich auszurichten. Aber eben, es muss ein Aufwachen an sich erinnern, an sich besinnen, an sich ausrichten sein. Auch nicht eine Art Glaubensbekenntnis, wie das Zuflucht nehmen in Buddha, Dharma und Sangha oft ist. Ich denke, innere Ausrichtung ist eine gute Möglichkeit, dem Leben Sinn zu geben. Wenn wir den Moment zu Moment Wandel tiefer und umfassender sehen und erfahren, fällt uns
fällst du das sonst übliche Gefühl von Getrenntheit weg. Wir sehen, wie sich alles so schnell bewegt, wie was wir sehen, Teil dieses Prozesses, dieses Flusses vom Leben sind. Fällt der Sinn für Getrenntsein, ich hier und alle anderen da drüben. Es wird spürbarer, wie verbundener wir in Wirklichkeit sind. Es ist nicht nur ein Gefühl, das wir haben können oder nicht haben können. Wir sind total verbunden. Wir atmen schon seit einer Stunde, mehr als eine Stunde, die gleiche Luft. Manchmal ein bisschen zu viel fast. Wenn hören, sehen, riechen, einander wahrnehmen. Wir hätten nichts mehr zu essen, wenn wir nicht von anderen essen kriegen würden. Das sind endlose Ketten von Zusammenwirken. Also Verbundenheit ist immer schon da. Sehen würden wir sie, wenn wir auf eine andere Ebene gehen. Und da machen Wohlwollen, Güte, Mitgefühl und Mitfreude mehr und mehr Sinn. Das heißt, wir beginnen, diese Seinsweisen zu kultivieren. Ich brauche es vielen von euch nicht zu sagen, das wisst ihr schon. Aber es ist wichtig, sich auch klar zu machen, dass noch so schöne Meditationen nicht genügen. Wieder noch eine Meta-Meditation in einem Monat. Manche lieben das. Fühlt sich gut an, fühlt sich so verbunden an. Schaut, was es wirklich bedeutet, Metta. Die wirkliche Praxis dauert täglich von früh bis spät, sonst ändert sich nicht so viel. Ich möchte hier in Anaponika Theras Ausführungen vorlesen über den Wert und die Wirkungsweise dieser Herzensqualitäten, wenn wir sie wirklich ernsthaft kultivieren. Herzensqualitäten wie Großzügigkeit, Güte, Mitgefühl, Wertschätzung, Altruismus. Zitat: Diese edlen Herzensqualitäten oder Herzenseigenschaften sind die bestmögliche Verhaltensweise im Umgang mit den Lebewesen, den Menschen, sich selbst mit eingeschlossen. Sie bieten die besten Antworten für alle Situationen in Bezug auf unsere sozialen Kontakte. Sie können entspannend und friedensstiftend wirken bei Konflikten, sei es in der Familie, bei der Arbeit, in der Politik, in der Freizeit, wo immer Menschen sich begegnen. Sie vermögen Verletzungen und Wunden zu heilen, die im Daseinskampf immer wieder entstehen. Sie weichen die Barrieren sozialer Unterschiede auf. Sie können lange vergessene Großherzigkeit wieder erwecken und beleben, verloren gegangene Freude und Hoffnung. Und sie fördern menschliche Verbundenheit entgegen den Kräften der Selbstzentriertheit. Soweit Anaponika Thera. Das heißt, durch solche Praxis wird dieses ständig sich verändernde und unsichere Dasein zutiefst sinnvoll. Letzter Punkt, Bodhicitta, die altruistische Motivation. Es ist die Motivation oder sogar der Entschluss, möglichst zum Wohle vieler zu praktizieren, zu handeln, zu leben. Normalerweise sind wir als Praktizierende liebevoll mit Metta, wenn wir uns daran erinnern, wenn wir uns ärgern, ist kein Metta da. Mitgefühl entsteht dann, wenn wir Leiden begegnen und nicht nur es begegnen, sondern uns dafür öffnen können und öffnen mögen, sonst nicht. Wenn wir Glück und Erfolg sehen, irgendwo entsteht Mitfreude. Wenn aber Eifersucht da ist, wird Mitfreude unmöglich blockiert. Alles ganz normal, so funktionieren wir. Und ich denke, das können wir erst verhindern, wenn wir etwa die zweite Stufe der Erleuchtung erlangt haben, was ziemlich selten ist. Aber mit der altruistischen Motivation von Bodhicitta
ist das nochmal etwas anderes. Es ist ein Entschluss, eine grundlegende Motivation. Wir entscheiden, Selbstzentriertheit aufzugeben und das Interesse aller ins Auge zu fassen. Alles schließt uns selbst natürlich mit ein, aber nicht in einem selbstzentrierten oder egoistischen Sinn. Das heißt nicht, dass uns das einfach gelingt, nur weil wir den Schluss gefasst haben. Wir müssen ihn immer wieder fassen. Auch das ist eine Praxis, die wir Tag aus, Tag ein üben müssen. Der Grundton verändert sich. Auch wenn uns die klassischen sogenannten schwierigen Personen im Alltag, am Job, in der Politik immer noch manchmal ärgern, wir sind ihnen trotzdem grundsätzlich gut gesinnt. Immer. Alle. Schließe nie jemand bleibend aus deinem Herzen aus, lautet eine Bodhicitta-Aussage. In dem Maß, wie uns dies gelingt, wird unser Leben zutiefst sinnvoll und nutzbringend für unsere unmittelbare Umwelt und für uns selbst. Das heißt, durch beide, die Praxis und das Leben von Wohlwollen vieler Art und die Praxis und das Leben von Erkenntnis, wie Erkenntnis der Vergänglichkeit und Weisheit, durch diese beide wird dieses ständig sich verändernde und unsichere Dasein zutiefst sinnvoll. Noch einen Moment in Stille. Ist der Vortrag auch vorbei? Ja, logisch. Wahrscheinlich zum Glück. Aber stellt fest, dass er vorbei ist. Völlig, absolut, 100% vorbei. Dann gibt es nie mehr. Nie mehr. Ihr könnt den Vortrag wieder lesen oder wieder auf Video schauen. Aber dieser Vortrag ist absolut für immer weg. Irgendwohin. Keine Ahnung wohin. Dort, wo Napoleon und Alexander der Große sind. Weg. Das ist offensichtlich nicht fassbar, nicht festhaltbar. Vielen Dank für Interesse und Geduld.